Ein schwerer Patzer von Nationaltorhüter Manuel Neuer hat Bayern München die ersten Punkte unter Niko Kovac gekostet. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters ließ beim 1:1, 0:0 im Derby gegen den FC Augsburg vor dem späten Ausgleich durch den Ex-Münchner Felix Götze den Ball fallen. Damit vermasselte Neuer Kovac auch den 8. Pflichtspielsieg in Folge und damit einen Startrekord. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Arjen Robben hatte die Bayern gegen die 10 Schwaben mit dem starken neuen Torhüter Andreas Lute in Führung gebracht. 48. Götze, 87. sorgte dann kurz vor Schluss für die kleine Überraschung. Außenseiter Augsburg suchte sein Heil mit frühem Stören, spielte aggressiv und mit einem anderen Torwart. Lute ersetzte Fabian Giefer, der in den vergangenen beiden Spielen folgenschwer gepatzt hatte. Die letzten Wochen haben wir ja gesehen, dass da einige Fehler gemacht wurden, sagte Trainer Manuel Baum bei Sky. Giefer habe seine Zurückstufung sehr professionell aufgefasst und ist auf sich selbst am meisten sauer. Müller und Sanchez vergeben erste Bayern-Chancen. Ebenfalls verärgert sind die Fans. Auch die 75.000 in der ausverkauften Allianz Arena schwiegen in den ersten 20 Minuten. Viel Aufregendes bekamen sie da nicht zu sehen. Die erste Chance gehörte Augsburg, doch Kai Jubi vergab sie eigensinnig. 6. Thomas Müller traf den Pfosten. 7. Der auffällige Renato Sanchez verzog nach sehenswertem Alleingang. 12. Den auf 5 Positionen veränderten Münchnern fehlten lange Tempo und Feinabstimmung. Kovac hatte bei seinem Umbau auf 2 Positionen überrascht. Leon Goretzka spielte in seinem 120-Bundesliga-Einsatz erstmals Linksverteidiger, musste nach 45 Minuten aber angeschlagen raus. Im Angriff gab Sandro Wagner sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Die Bayern zogen erst kurz vor der Pause an und erspielten sich Möglichkeiten fast im Minutentakt. Wagner, 42. und Serge Gnabry, 44. scheiterten am gut reagierenden Lute. Beim Münchner Führungstreffer, den Gnabry gekonnt vorbereitete, war Lute machtlos. Sanchez hätte kurz darauf nach einem weiteren seiner dynamischen Läufe erhöhen können. 50. Wer geglaubt hatte, der Rekordmeister würde mit dem 1:0 im Rücken leichtes Spiel haben, sah sich getäuscht. Augsburg kämpfte, angetrieben vom äußerst engagierten Baum, weiter tapfer um einen Punkt. Nach vorne fand der FCA aber zunächst kaum Mittel, um die Bayern in Verlegenheit zu bringen. Auf der anderen Seite scheiterte der für Goretzka eingewechselte David Alaba per Freistoß an Lute, 74. Ein Treffer von Frank Ribéry, 84. wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt, ehe Götze den Patzer von Neuer zum Ausgleich nutzte.